Herzlich willkommen zu Radio Gustav. Das ist Österreichs erster automatisierter Podcast. Hier gibt es die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien zum Nachhören. Das ist ein KI-generierter privater Service ohne Beteiligung des Innenministeriums oder anderer staatlicher Stellen. Sie hören Radio Gustav von Dienstag, dem 3. September 2024. Ich verlese Ihnen nun die neuesten Pressemeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Hehlerei, versuchte absichtlich schwere Körperverletzung, Festnahme. 2. September 2024, 15 Uhr, 45, Vorfallsort Wien, Otterkring, Beamte des Stadtpolizeikommandos Otterkring wurden alarmiert, da ein Ehepaar versuchte, eine Goldkette in einem Juweliergeschäft zu verkaufen. Im Zuge des anfänglichen Gesprächs konnten beide aufgrund eines mutmaßlichen Trickdiebstahls, begangen in einem Juwelier in Niederösterreich, durch die Mitarbeiter wiedererkannt werden. Der 42-jährige Tatverdächtige, Staatsbürgerschaft Österreich, konnte, nachdem das Ehepaar zuvor aus dem Geschäft geflüchtet war, durch die Mitarbeiter angehalten werden, riss sich los und versuchte, bevor er zu Boden gebracht werden konnte, diese mit mutmaßlich gezielten Stichbewegungen mit einem Messer im Bereich des Halses zu verletzen. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Seine 40-jährige Ehefrau, Staatsangehörigkeit staatenlos, wurde angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Tatwaffe sowie die mutmaßlich gestohlene Goldkette wurden sichergestellt. Weitere Erhebungen laufen. Gefährliche Drohung, Festnahme, 2. September 2024, 17.15 Uhr. Vorfallsort, 21. Prager Straße. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden aufgrund eines Mannes mit einem Messer alarmiert, der in einem augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand mehrere Passanten dazu aufforderte, zu kämpfen. Der 38-jährige Tatverdächtige, Staatsbürgerschaft ganz zu Österreich, konnte vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich in polizeilicher Gewahrsam. Das Messer wurde in einem nahegelegenen Busch vorgefunden und sichergestellt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Weitere Erhebungen laufen. Absichtlich schwere Körperverletzung. Festnahme, 2. September 2024, 20.50 Uhr. Vorfallsort Wien, Benzing, 5 Haus, Beamte des Stadtpolizeikommandos. 5 Haus wurden aufgrund eines lautstarken Streites zwischen zwei Männern und einer mit einem mutmaßlichen Messer bewaffneten Frau alarmiert. An der Einsatzörtlichkeit konnten mehrere Blutspuren im Bereich der Huttengasse, verlaufend in Richtung Adolf-Zschettl-Gasse, Klumbergasse und Steinbruchgasse, wahrgenommen werden. Vor Ort konnte ein unverletzter Beteiligter des vorangegangenen Streits eruiert und durch rasche und akribische Erstermittlungen die Identität sowie die Wohnadresse der mutmaßlich bewaffneten Frau eruiert werden. Im Stiegenhaus der betreffenden Wohnung im Bereich der Kürnberger Gasse konnten ebenfalls Blutspuren wahrgenommen werden. Nach einer erfolgten Türöffnung durch Beamte der WEGA konnte die 30-jährige Tatverdächtige, Staatsangehörigkeit Ungarn, sowie ein im Bereich des Unter- sowie Oberarms und des Oberkörpers durch Schnitte und Stiche verletzter 30-Jähriger angetroffen werden. Die Tatverdächtige wurde aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei dem Opfer bestand keine Lebensgefahr. Es wurde in einem Spital versorgt und bereits in häusliche Pflege entlassen. In der Wohnung konnte ein Messer vorgefunden und sichergestellt werden. Weitere Erhebungen laufen. Entziehung der Anhaltung anzeigen. 2. September 2024, 9.40 Uhr. Vorfallsort, 1. Universitätsring,
Beamte des uniformierten Fahrraddienstes der Landesverkehrsabteilung Wien konnten im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes einen Fahrradfahrer wahrnehmen, wie dieser auf dem Gehsteig durch eine dortige Haltestelle fuhr. Trotz deutlicher und mehrmaliger Aufforderungen anzuhalten, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit, setzte seine Fahrt in Richtung Parlament fort und gefährdete mehrfach Passanten. Nachdem der Fahrer mehrere rote Ampeln überfuhr, zahlreiche Anhalteversuche durch diesen ignoriert und eine offensichtliche und andauernde Gefährdung anderer Personen gegeben war, wurde versucht, mittels eines zuvor angedrohten Pfefferspraystoßes die Anhaltung zu erzwingen. Aufgrund der Geschwindigkeit sowie des Wegduckens des Fahrers konnte er diesem ausweichen. Der 40-jährige Lenker, Staatsbürgerschaft Österreich, konnte durch hervorragendes einsatztaktisches Einschreiten und Positionierung des uniformierten Fahrraddienstes im Bereich Schmerlingplatz angehalten werden. Er wurde mehrfach angezeigt, unter anderem aufgrund fehlender Ausrüstungsgegenstände, Reflektoren und Klingel. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Im Zuge des Schwerpunktes wurden 106 Organmandate eingehoben sowie 80 Anzeigen erstattet. Weiters wurde bei einem E-Scooter auf einem Rollenprüfstand eine Höchstgeschwindigkeit von 47 km/h festgestellt. Der Lenker wurde angezeigt. Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte abermals ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet werden. Hierbei wurden nicht nur repressive, sondern auch präventive Maßnahmen gesetzt. Das waren alle Meldungen des heutigen Tages und das war Radio Gustav. Bei Rückfragen zu den Meldungen wenden Sie sich bitte direkt an die LPD Wien. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Das waren die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Radio Gustav sagt Danke fürs Zuhören. Feedback bitte an office@radiogustav.at. Missing Link.